Mathe Community, Itachi wieder hier mit den Antworten auf eure Fragen Part 2. Und ja, heute werde ich mal die restlichen Fragen, die ich noch über habe, beantworten. Also viel Spaß dabei. Erste Frage: Kannst du mal was singen? Ja, mit dem Singen ist das immer so ein Ding. Ich denk mal, vorerst werde ich mal nix singen, aber ich habe mal ein Lyric aufgenommen von Money Boys. Dreht den Swag auf und ihr müsst einfach nur dem Link hier oben folgen und dann kommt ihr aufs Video. Nächste Frage: Was hältst du von der GEMA? Ja, von der GEMA hätte ich nicht ganz so viel, weil die für die Lieder und die Musik doch relativ viel Geld verlangt. Ja, natürlich muss das Urheberrecht der Musiker geschützt werden, aber die Beiträge sind schon echt ein bisschen krass hoch. Und wenn kleinere Bands zum Beispiel Lieder covern und das auf Festivals spielen wollen oder auf irgendwelchen Konzerten, können sich die kleinen Bands das teilweise echt nicht leisten. Von daher würde ich sagen, die GEMA sollte ein bisschen die Beiträge senken. Ja, jetzt eine Frage, die mich persönlich betrifft. Wieso kann Duisburg nicht in die erste Liga aufsteigen? Ja, wenn ich das mal wüsste. Irgendwie ist da der Wurm drin. Letzte Saison richtig gut gespielt und diese Saison kacken wir so ziemlich ab. Also ich hoffe mal, dass es noch besser wird. Also von Aufstieg kann wohl keiner mehr reden, aber wenigstens den Klassenerhalt, das sollten wir schaffen. Warum ist Wasser blau? Kurz und knackig. Wasser ist ein Spiegel, der Himmel wird reflektiert, fertig. Die letzte Frage für heute: Was würdest du tun, wenn heute dein letzter Lebenstag wäre? Ja, ich würde mich, ganz ehrlich, bei allen lieben Menschen entschuldigen, die ich in dieser Zeit genervt habe, in meinen ganzen 22 Jahren. Besonders den Menschen, denen ich ziemlich nahe bin, meinen Eltern und alle anderen in meinem Umfeld. Ich bin bestimmt eine ziemliche Plage und eine Nervensäge. Das sieht man ja auch an diesen Terrorvideos, die ich hier die ganze Zeit mache. Also, ich würde mich entschuldigen. Ihr seid wieder gefragt. Und zwar habe ich keine Fragen mehr. Schickt mir bitte weitere Fragen, postet sie in die Comments, schickt mir eine PN oder bei Facebook könnt ihr mir auch Fragen schicken. So, vergiss nicht, mein Video zu kommentieren, favoritisieren und eventuell sogar ein Abo dazulassen. Also über Abos würde ich mich wirklich freuen, weil ich dann weiß, dass ihr meine Arbeit schätzt. Und das zeigt ihr mir dadurch. Und wie immer lasse ich natürlich den Daumen da und wünsche euch einen schönen Tag noch. Haut rein!